Simply Clever ist das Markenmotto der Marke Skoda. Und genau daran wird sich das brandneue Skoda Karoq Facelift in diesem Video messen lassen müssen. Aber bevor ich mich überhaupt ins Steuer schwinge, fasse ich mal die wesentlichen Änderungen der Modellpflege zusammen. Wir haben schmalere LED-Scheinwerfer, erstmalig als Matrix erhältlich. Wir haben einen prägnanteren Kühlergrill. Wir haben neu gezeichnete Rückleuchten, zwei neue Lackierungen, unter anderem dieses Orange hier. Wir haben unter anderem neue Felgendesigns und der Preis startet bei rund 25.000 Euro. Der Skoda Karoq, wie wir ihn jetzt hier fahren, ist seit 2017 auf dem Markt und der Nachfolger vom recht verspielten Skoda Yeti, den es zuvor gab. Mit Maßen von 4,39 Metern Länge, 1,84 Metern Breite und 1,6 Metern Höhe sortiert sich der Karoq in der SUV-Kompaktklasse ein und trifft damit auf interne Konkurrenten, also aus dem VW-Konzern, wie dem Seat Ateca und dem VW T-Roc, aber auch beispielsweise auf dem Mazda CX-30. Ich sitze hier gerade in dem Karoq mit dem 1.5 TSI-Motor. Das ist ein Vierzylinder mit Zylinderabschaltung. Er hat 150 PS und bietet ein Drehmoment von 250 Newtonmeter. Und er ist spritzig, dreht gut, ist, wenn man ihn laufen lässt, sehr, sehr leise. Wenn man ihn fordert, wird er natürlich etwas dröhniger. Aber er bietet vor allem gute Leistung für einen fairen, moderaten Verbrauch. Und wenn man jetzt sich überlegt, wofür der Karoq eigentlich gedacht ist, für wahrscheinlich überwiegend Stadtfahrten, mal Überland und dann ein paar Urlaubsfahrten im Jahr, sollte dieser Motor absolut ausreichen. Die Lenkung ist Skoda-typisch sehr direkt und sehr leichtgängig. Und Ähnliches möchte ich auch über das Fahrwerk sagen. Es ist auch markentypisch straff, aber nicht unkomfortabel. Letztendlich, wenn man es insgesamt betrachtet, sind die Leistungswerte und auch die Abstimmung des Fahrwerks nicht gerade verdächtig, eine Rallye zu gewinnen. Aber ganz im Ernst, soll er das überhaupt? Nein. Den Skoda Karoq gibt es mit 5 Motorisierungen mit einer Leistungsspannbreite von 110 bis 190 PS. Wer wie in meinem Falle das DSG fahren möchte, der muss mindestens zum 150 PS 1.5 TSI greifen. Wer wiederum Allradantrieb haben möchte, der muss zur jeweiligen Top-Motorisierung greifen. Also entweder den 2.0 TSI mit 190 PS oder den 2.0 TDI mit 150 PS. Ich war hier heute mit dem 150 PS Benziner, dem 1.5 TSI unterwegs. Und da würde ich sagen, die Leistung reicht für den Alltag vollkommen aus, gerade um den Preis nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Aber ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass der 110 PS Basisbenziner für die meisten Belange auch reichen würde. Aber als kleiner Luxus darf DSG natürlich schon an Bord sein und dann muss es halt mindestens der 1.5 TSI sein. Unter Simply Clever verstehe ich vor allem drei Dinge. Bequeme Sitze, eine einfache Bedienung des Infotainments und eine clevere Raumausnutzung. Beginne ich bei den Sitzen, kann ich nur sagen, das ist ja ohnehin eine Stärke des VW-Konzerns, eine gute Sitzergonomie und das findet sich auch beim Karoq wieder. Man hat eine vernünftige Seitenabstützung hier an den Wangen und auch der Rücken ist ordentlich gestärkt durch die Lehne. Mit dem Infotainment-System ist es ja so eine Sache. Ich persönlich bin Freund von Drehreglern und Knöpfen. Die sehen wir hier nicht. Im Standardradio Swing hätten wir sie zwar, aber hier sehen wir das aufpreispflichtige Columbus mit 9,2 Zoll Touchscreen, sprich ohne Tasten und Knöpfe. Wer das nicht gefällt, der findet zumindest ein Multifunktionslenkrad vor, das nicht wie bei VW mit irgendwelchen Touchslidern bestückt ist, sondern mit handelsüblichen echten Knöpfen und damit ist das doch etwas entschädigt. Die Klimaanlage hier unten ist für meinen Geschmack etwas zu tief angeordnet. Warum? Ganz einfach, wenn ich geradeaus gucke, also auf die Straße und dann etwas verändern möchte an der Klimabedienung, muss ich ziemlich weit runter gucken. Es ist aber ehrlich gesagt eine Kritik im Detail, weil dadurch, dass es klassische Drehregler und Tasten sind, wird man schon nach wenigen Tagen das ziemlich intuitiv bedienen können. Besonders clever im Sinne von Simply Clever natürlich finde ich Vario Flex, das je nach Ausstattung rund 600 Euro Aufpreis kostet und mir erlaubt, so wie hier, drei Elemente der Rücksitzbank einzeln zu verschieben
mit Gardena umzuknappen und in wenigen Handgriffen komplett auszubauen, wie ich euch jetzt hier demonstriere. Mir als echtem Autofan fällt es natürlich schwer, beim Auto wie dem Skoda Karoq in Begeisterungsstürme auszubrechen. Das liegt aber nicht am Karoq, denn mit der Modellpflege zeigt er sich im Detail noch einmal verbessert. Seine Stärken: Variabilität, Platzangebot, Bedienbarkeit. Damit ist er absolut alltags- und familientauglich. Was fehlt? Mild- und Plug-in-Hybride, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass sich im Preis sogar hochtreiben wird. Apropos Preis, die eingangs erwähnten 25.000 Euro Einstiegspreis sind weder über noch unter dem Niveau der Konkurrenz. Das heißt, insgesamt ist das Paket simply clever.